Ja, hallo meine Lieben, wir richten uns heute eine Monero-Wallet ein und ich werde euch diesen ganzen Prozess von vorne bis hinten einmal erklären. Ihr könnt das also live während dem Video mitmachen. Was ihr dafür braucht, ist einmal ein Mobiltelefon, ein Stift und ein Blatt Papier. Und mit diesen drei Sachen könnt ihr dann innerhalb von wenigen Minuten mit Monero durchstarten. Unser erster Schritt, äh, genau, ich werde dafür die Cake Wallet äh, benutzen und wir laden uns die jetzt erstmal aus dem App Store runter. Das heißt, ich öffne den App Store und hier kann man einfach Cake Wallet eingeben. Die Webseite ist cakewallet.com, das werde ich auch kurz unten einblenden. Da könnt ihr von der Webseite auf den App Store drauf gehen. Das gibt es sowohl für Apple als auch für Android und ist eine meiner liebsten Monero Wallet-Apps, also eine sehr gute Wallet bei der ihr in der vollständigen Kontrolle über eure Private Keys seid. Das heißt, das, ist, das sind eure Keys und damit auch eure Monero und das ist immer ganz, ganz wichtig. Wir werden jetzt also hier die Wallet runterladen. Ich drücke da einmal auf den Pfeil. Ich hatte die schon mal installiert, ich habe sie jetzt deinstalliert, aber ihr müsst dann einfach den Authent äh, Authentifikationsprozess durchlaufen und dann lädt die Wallet schon runter. Da warten wir jetzt mal kurz. Und solange wir warten, können wir auf unser Blatt Papier. Das hier wird unsere Paper Wallet später sein. Das heißt, wir werden uns hier das ultimative Passwort, die Seed Phrase, darauf notieren. Und auf dieses Blatt Papier könnt ihr, während die App gerade runterlädt, einfach mal das Datum von heute draufschreiben. Das ist ein Schritt, den wir vor allem bei Monero machen müssen. Nicht unbedingt bei Bitcoin. Das liegt daran, dass wenn wir unsere, unser Handy verloren haben oder die, Hand, äh, ja, die App deinstalliert haben und wir müssen die Wallet wiederherstellen, dann lohnt es sich bei der Wiederherstellung das Datum einzugeben von dem Tag, an dem man die Wallet das erste Mal erstellt hat. Weil ansonsten müssen wir praktisch die komplette Blockchain-Geschichte seit 2014 bis äh, heute, ja, also vielleicht 2020 oder noch weiter in die Zukunft, müssen wir synchronisieren, obwohl wir eigentlich wissen, da können gar keine Transaktionen für uns drauf sein, weil wir die Wallet erst sechs Jahre später in Betrieb genommen haben. Deswegen notieren wir uns ganz oben auf die Paper Wallet das Datum drauf. Und das machen wir im Format, äh, ja, wie ihr wollt. Also zum Beispiel Jahr, Monat, Tag. Ja, also einfach nur so, dass ihr das auch Leser später lesen könnt, wenn ihr die Wallet wiederherstellen wollt. So, ich habe jetzt die Wallet heruntergeladen und installiert auf meinem äh, iOS-Gerät und wir klicken da jetzt einfach mal drauf, um die Wallet äh, ja, in Betrieb zu nehmen. Jetzt kommt hier die User Agreement, könnt ihr euch gerne durchlesen, jetzt auch nicht super lang, nicht so wie bei Facebook und Co. Wir akzeptieren die und gehen dann weiter zum nächsten Schritt. Hier haben wir jetzt also die Möglichkeit, entweder eine neue Wallet zu erstellen oder eben, wie ich gerade beschrieben habe, eine alte Wallet wiederherzustellen. Da das wahrscheinlich unser erstes Mal ist, dass wir Cake Wallet benutzen oder generell eine Monero Wallet erstellen, drücken wir auf Create New. Wir könnten jetzt natürlich aber auch eine Monero Wallet vom Desktop zum Beispiel hier auf dem Handy wiederherstellen. Dann müssten wir einfach die Seed Phrase von unserer Monero Wallet bei Restore eingeben. Jetzt müssen wir eine PIN eingeben, mit der wir unsere Wallet sichern wollen. Wir drücken da jetzt einfach, weil wir sicherheitsorientiert sind, auf die 6 äh, äh, ja, sechs stellige Pin. Das ist ein bisschen besser von der Entropie her und wir überlegen uns da jetzt ein starkes Passwort bzw. einen starken Pinphrase. Ich mache das jetzt natürlich, äh, ja, ich drücke jetzt hier 6 mal die 1. Ich weiß, das ist ein sehr schlechter Pin, aber es ist ja auch nur ein Tutorial. Und jetzt können wir unserer Wallet einen Namen geben. Ich nenne sie mal Test Wallet für die Zwecke dieses Videos und gehe dann auf Continue. Der Name der Wallet spielt eigentlich nicht wirklich eine große Rolle. Der ist vor allem für euch selber da, dass ihr die Wallet zuordnen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel verschiedene Wallets äh, in Cake Wallet drin habt, eine für berufliche Sachen, eine für private Sachen und so weiter, dann könnt ihr die dementsprechend ähm, ja, benennen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Schritt bei diesem ganzen Prozess und zwar werden wir uns jetzt die Seed Phrase notieren. Das heißt, wir achten darauf, dass uns niemand über die Schulter guckt. Und dass wir ordentlich und fokussiert arbeiten. Ich werde jetzt hier auf I understand drücken. Ja, also wir werden das jetzt aufschreiben und wichtig ist, dass wir das offline aufschreiben. Jetzt werden mir hier 25 Wörter angezeigt und diese 25 Wörter, dafür haben wir das Blatt Papier und den Stift, werden wir uns jetzt auf das Blatt Papier notieren. Für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, Alex, jetzt hast du uns ja deine Seed Phrase gezeigt. Das ist natürlich, ich werde die Wallet nicht benutzen. Das wäre jetzt sehr fatal, wenn ich das machen würde, weil jeder von euch könnte dann rein theoretisch auf Restore gehen, meine Seed Phrase eingeben und dann auch mein Geld abziehen. Und deswegen ist die wichtigste Praxis eigentlich bei Kryptowährungen und speziell natürlich auch bei Monero, dass ihr die Seed Phrase privat haltet, geheim haltet. Das ist euer. Seed, ja, das ist der Zugang, der ultimative Zugang, wie, wie gesagt, zu eurem äh, Konto. Und wenn ihr die habt, könnt ihr immer euer Konto wiederherstellen. Andersrum natürlich, wenn ihr die, das Handy verloren habt und auch die Seed-Phrase nicht mehr habt, dann seid ihr selber ausgesperrt. Deswegen, ihr seid hier eure eigene Bank und ihr müsst verantwortlich mit diesem Zugang umgehen. So, ich schreibe mir jetzt die Seed hier nicht auf. Das ist, wie gesagt, nur eine Testwallet und drücke hier auf Dann. Und jetzt sind wir auch schon in der Wallet drin. Ich werde jetzt mal kurz so ein bisschen die Funktionalität umreißen, was wir hier alles sehen können. Ganz oben sehen wir den Namen der Wallet. Wie gesagt, ich hatte meine Wallet Test Wallet genannt und links daneben sehen wir so drei Punkte. Wenn ich hier drauf gehe, erscheint ein Menü, wo ich zum Beispiel Accounts auswählen kann. Das heißt, man kann innerhalb einer Wallet verschiedene Accounts einrichten. Ich kann meine Wallet ändern. Ich kann meine Seed anzeigen, also die 25 Wörter, die ich gerade eben aufgeschrieben haben sollte. Also, ihr solltet die auf jeden Fall aufgeschrieben haben. Und äh, ich kann auch die, den Key anzeigen. Ja, also, die Wörter sind nur eine Repräsentation letztendlich von dem Key. Und ganz unten, das finde ich eine super Funktionalität, im, in der Cake Wallet haben wir ein Adressbuch. Hier können wir dann zum Beispiel später Kontakte hinzufügen mit einem Namen und mit einer Adresse. Und ihr könnt da natürlich gerne alle meine Spendenadresse hinzufügen, die ihr auf alexanarcho.net forward slash support findet. Gut, wir sind wieder im Home Screen von der Wallet und jetzt steht hier natürlich ähm, die Balance, die ist bei mir gerade bei Null. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Test-Wallet und ich werde da auch kein Geld drauf machen. Wenn ihr da jetzt zum Beispiel Geld überweist, dann wird das euch da angezeigt. Unten drunter steht der gleiche Betrag, aber in einer Fiat-Währung. Ihr könnt da zum Beispiel US-Dollar oder Euro auswählen, je nachdem, wie euch das beliebt. Und das würdet ihr dann hier in Settings machen und äh, bei Wallets Currency. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu Euro switchen will, dann scrolle ich hier ein bisschen rum, bis ich äh, bei E bin und dann habe ich Euro ausgewählt. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann wird mir hier also mein Bestand in Euro angezeigt. Jetzt natürlich die Frage, wie empfange ich Geld bei oder auf dieser Wallet? Das ist relativ einfach. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Ihr geht hier auf den Receive-Button oder auf den Empfangs-Button, je nachdem in welcher Sprache ihr die Wallet habt. Und ihr seht jetzt hier also ein äh, QR-Code und darunter steht eine Zahlenfolge. Und diese Zahlenfolge ist letztendlich eure Adresse. Und wenn ihr jetzt lange auf die Zahlenfolge draufklickt, dann ist die automatisch in euer Clipboard kopiert und ihr könnt sie per E-Mail verschicken. Oder ihr könnt natürlich jetzt hier auch ähm, auf Share drücken und dann gleich an eine Applikation teilen. Gut. Ich könnte jetzt hier auch noch einen Betrag eingeben, sagen wir mal 500 Monero, und dann wäre, wenn ich jetzt den QR-Code einer Person vorhalte, die ihn dann scannt, würde sich gleich automatisch der Betrag in der Wallet von meinem Gegenüber ausfüllen, in dem Fall 500. Eine ganz wichtige Funktion auch noch bei dem Empfangen ist, sind die Subadressen. Ja, das ist jetzt hier also das Feld. Was hier gerade eingezeigt wird, diese Zeichenfolge mit 4.2 anfangen, das ist meine Hauptadresse. Subadressen, ich erstelle mir mal kurz eine und nenne die wieder Test und füge sie hinzu. Und wenn ich jetzt hier auf Test drauf gehe, hat sich jetzt hier also der QR-Code geändert und die Zeichenfolge auch. Und sie beginnt jetzt mit einer 8. Das könnt ihr euch einfach mal merken. Eine Hauptadresse fängt immer mit einer 4 an und eine Subadresse fängt immer mit einer 8 an. Generell ist es eine, eine gute Praxis, denke ich, sich für jeden Empfänger, also wenn ich jetzt zum Beispiel von Tom oder von Gideon Geld bekomme, immer eine eigene Adresse zu generieren. Weil, dann kann jetzt jemand Drittes, der, was weiß ich, bei Tom oder bei Gideon nachschaut, nicht feststellen, dass das letztendlich der gleiche Empfänger ist. Also, hier können wir unsere Pri Privatsphäre auch noch außerhalb von der Monero Blockchain erhöhen. Gut. So viel zu, äh, zum Thema Adressen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel von einem Exchange, von Binance oder Kraken oder sonst irgendwas, Monero auf diese Adresse überweisen. Und wenn ihr das macht, dann wird relativ schnell in der Wallet auch angezeigt, ihr habt eine äh, eingehende Transaktion, das heißt dann Pending, und ihr müsst in der Regel zehn Blöcke warten, also ungefähr 20 Minuten, bis ihr diese Transaktion weiterschicken könnt. Das liegt an der an den Privatsphäre-Einstellungen von Monero. Hier will man einfach nicht, dass äh, die Leute einen, eine Transaktion bekommen und dann direkt wieder äh, wegschicken, sondern da muss halt ein kleiner, ein kleiner Zeitversatz dazwischen sein. Jetzt sehen wir auch gerade hier, bei mir steht jetzt hier in der Mitte Synchronizing und ein Block Remaining. Das bedeutet also, aktuell wurde jetzt ein neuer Block gefunden in der Monero Blockchain und meine Cake Wallet holt sich diesen Block und schaut, letztendlich ist da eine Transaktion für mich drin. Und um jetzt eine Transaktion zu senden, also hier auf dem linken Knopf, müsst ihr up to date sein. Das heißt, ihr müsst synchronized sein am aktuellsten Stand der Blockchain, weil es könnte ja sein, dass ihr die Wallet auch noch auf einem anderen Gerät habt und ihr könnt jetzt also nicht äh, zuerst vom Computer das Geld wegschicken und dann noch mal aufs Handy gehen und von da auch noch mal wegschicken, sondern ihr müsst zuerst synchronisiert sein. Und wenn ihr jetzt Geld verschicken wollt, dann geht das auch relativ einfach. Ihr geht hier einfach auf Send drauf und jetzt wird hier euch also angezeigt, welche Wallet ihr gerade ausgewählt habt und wie viel Balance ihr übrig habt. Ihr könnt jetzt hier im Monero-Adressfeld entweder etwas aus dem Clipboard direkt reinkopieren. Na gut, ich habe jetzt nichts im Clipboard, da kann ich auch nichts reinkopieren. Oder ihr könnt einen QR-Code scannen, dann fragt die App euch, ob ihr die Kamera öffnen wollt. Das mache ich jetzt nicht. Oder ihr könnt eine Adresse aus dem Adressbuch eingeben. Natürlich müsst ihr da eine Adresse gespeichert haben. Das Payment-ID-Feld können wir eigentlich die meiste Zeit ignorieren. Das ist mittlerweile kaum noch benutzt in Monero und ist auch nicht notwendig, um eine Transaktion erfolgreich abzuschicken. Letztendlich, was noch wichtig ist, ist natürlich hier den Betrag auszuwählen. Entweder können wir diesen Betrag in Monero spezifizieren oder wir machen das in Euro. Und der Euro-Kurs wird dann automatisch umgerechnet in den Monero-Kurs. Letztendlich sagt uns noch die Wallet darunter Estimated Fee, also die geschätzte Gebühr, die liegt bei unter einem Eurocent aktuell. Und so viel zum Thema Senden. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Einstellungen eingehen, weil das auch manchmal relativ wichtig sein kann. Vor allem auf diese äh, Current Nodes Einstellung. Das ist also jetzt hier der Punkt ganz oben im Menü. Wenn ihr hier drauf klickt, dann seht ihr eine Liste von Monero Nodes, die öffentlich sind. Ja, ihr habt jetzt hier nicht die gesamte Blockchain auf dem Handy, sondern einfach nur verbindet euch mit einer Node im Netzwerk, die öffentlich ist und fragt die nach der Blockchain und synchronisiert dann die Blöcke und schaut, ob da eine Transaktion für euch drin ist. Und jetzt könnt ihr hier also, falls der Synchronisierungsprozess nicht so gut klappt, könnt ihr am besten mal in diese Einstellung reinschauen und überlegen, möchte ich vielleicht meine Node ändern? Zum Beispiel denke ich jetzt hier, ach, EU Cake Wallet, das hört sich doch ganz gut an, ist vielleicht näher bei mir. Dann drücke ich einmal auf Change und letztendlich wird dann die Node gewechselt und ich bekomme von einem anderen Knotenpunkt im Netzwerk meine Blockchain serviert. Ansonsten finden wir hier auch noch den, äh, einen, einen Menüpunkt, wo wir anzeigen können, wie die Balance angezeigt werden soll. Entweder die ganze Balance, das zeigt dann auch die Einkommen, einkommenden Transaktionen, oder nur die verfügbare Balance, oder wir zeigen die Balance gar nicht. Das sieht dann so aus, wenn ich jetzt hier wieder zur Wallet gehe. Da muss man hier drauf drücken, damit die Balance angezeigt wird. Ist vielleicht auch ganz cool, wenn man unterwegs ist und nicht jedem zeigen will, dass man da 10.000 Monero drauf hat. Gut, dann haben wir hier noch im Menüpunkt äh, Fee Priority. Können wir auswählen zwischen Slow, Regular, Fast und Fastest? In der Regel, wenn das Netzwerk nicht voll ist, so wie es aktuell der Fall ist, dann reicht Slow vollkommen aus und äh, ihr müsst da nicht mehr da, äh, dazu bezahlen. Wenn jetzt einmal der Fall kommen würde, dass besonders viele Transaktionen im Netzwerk sind, dann müsstet ihr vielleicht auf Regular oder sogar auf Fast hoch Aber für, wenn die Transaktion jetzt eh nicht eilt, dann könnte man sowieso immer slow auswählen. Dann können wir noch auswählen, ob wir die äh, Empfängeradresse, also wenn wir Transaktionen wegschicken wollen, speichern wollen oder nicht. Und wir können dann unsere äh, Pin ändern, die Sprache ändern, den Fingerabdruck bzw. den biometrischen, ja, Authentifizierungsprozess anschalten oder nicht, dann müssen wir uns die PIN nicht merken. Wir können uns Dark Mode anschalten, das <laughs> wäre das erste, was ich hätte machen sollen. Und ja, wir können uns hier noch ein paar Backup-Optionen anzeigen lassen, das brauchen wir jetzt aber erstmal alles nicht. So viel also zur Monero Wallet, jetzt könnt ihr die eigentlich vollständig benutzen. Ich hoffe, ihr habt euch die Seed Phrase notiert und damit seid ihr eigentlich vollkommen. Ähm, Interaktionsbereit und wenn euch das was gebracht hat, wenn ihr das cool findet, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Spende zukommen lassen. Meine Adresse findet ihr zum Beispiel auch in den äh, Shownotes zu diesem Video hier, also einfach in der Beschreibung unten drunter. Ein letzter Punkt für die Leute, die noch ein bisschen mehr Funktionalität aus Cake raus haben wollen, wäre dann zum Beispiel der Exchange hier. Hier können wir zum Beispiel relativ simpel ähm, Monero in Bitcoin umwandeln. Also, ihr habt zum Beispiel einen Medienmacher wie Charles Krüger, den ihr unterstützen wollt, aber der keine Monero-Adresse selber hat, dann ist das kein Problem. Solange die Person eine Bitcoin-Adresse hat, könnt ihr hier die Bitcoin-Adresse einfügen. Ihr könnt übrigens auch Bitcoin-Adressen im Adressbuch speichern. Ihr müsst dann einfach nur auswählen, dass es eine BTC-Adresse ist und keine XMR-Adresse. Und ihr könnt dann reinschreiben, wie viel Bitcoin ihr überweisen wollt. Und dann geht das über XMRTO, was eine sehr, sehr gute Seite ist, ein sehr guter Dienst eben, um den Sprung von Monero zu Bitcoin zu machen. Andersrum geht das, glaube ich, noch nicht. Und ähnlich können wir jetzt aber auch hier alle anderen äh, gängigen Kryptowährungen auswählen und äh, von Monero in andere Währungen switchen oder von anderen Währungen in Monero. Gut, aber ich denke, das ist so das Wichtigste. Gerade der äh, Sprung von Monero zu Bitcoin kann manchmal ganz nützlich sein, weil eben Monero nicht so weit verbreitet ist wie Bitcoin. Aber wir können jetzt zum Beispiel mit der Cake Wallet einfach die ganze Zeit selber Monero benutzen. Das heißt, wir haben die äh, Privatsphäre-Vorteile, die Monero uns eben bietet, und der Empfänger kann dann das empfangen, was der Empfänger halt empfangen will, wenn das Bitcoin ist oder Bitcoin Cash oder was auch immer eben. Ja. Und das war es auch schon von dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was gelernt und ihr habt jetzt eine funktionierende Monero-Wallet. Und wie gesagt, ich freue mich gerne über Spenden. Das wäre dann euer erster Eintrag im Adressbuch und natürlich auch eure erste Transaktion, die ihr ausgehend macht. Ja, und damit wünsche ich euch viel Erfolg mit Monero und man sieht sich.